Dirk Gently. Wenn Douglas Adams Kultdetektiv ermittelt, sind seine Methoden so unorthodox wie die Fälle skurril. Denn für einen holistischen Detektiv haben alle Dinge einen übergeordneten Sinn. Man muss nur den Hinweisen folgen, die das Universum präsentiert. So landet der schrullige Engländer in seinem ersten Comic-Abenteuer Schrödingers Katzenkiller im sonnigen Kalifornien. Im Gepäckraum seines Flugzeugs bemächtigt sich Dirk sonderbarerweise der Tasche eines scheinbar harmlosen Ehepaars. Und schon sind wir als Leser Serienmorden auf der Spur. Was eine jahrtausendealte Pharaonengeschichte damit zu tun hat, das ist ebenso spannend wie brillant miteinander verknüpft. Schriftsteller Douglas Adams, unsterblich durch seinen Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis, bekannt auch für seine Mitarbeit an Doctor Who und seine Verbindung zur Komikertruppe Monty Python, konnte nur zwei Romane mit Dirk Gently beenden. Der mehrfach ausgezeichnete Comicautor Chris Ryle hat die neuen Geschichten zusammen mit Arvind Ethan David, einem Schüler von Douglas Adams, entwickelt. Gemeinsam entwarfen sie die Idee zum Comic wie zur Dirk Gently TV-Serie auf Netflix. Außerdem ist Arvind Ethan David ausführender Produzent der TV-Serie. Damit ist sichergestellt, dass die Kontinuität der ausgefallenen Absurditäten zwischen den Medien gewahrt bleibt. Und Dirk Gentlys holistische Detektei bietet in Schrödingers Katzenkiller, gezeichnet von Tony Akins und Ilias Kyriazis, schon so viel herrlich Absurdes, dass auch diese Idee einen übergeordneten Sinn ergibt. Dem Universum sei Dank.